Leute, es ist 5 Uhr morgens, aber das frühe Aufstehen lohnt sich. Denn nach 2 Jahren bin ich wieder im Phantasialand. Endlich! Ich bin jetzt zum allerersten Mal mit der Fly gefahren oder geflogen, weil ey, das ist keine Achterbahn, das ist ein Achterflug. Ohne Spaß, es hat sich allein deswegen schon gelohnt. Das Teil ist der Hammer! Der Tag neigt sich dem Ende zu hier im Phantasialand, aber nicht für uns, denn wir haben eine Aeronautenkabine im Hotel Charles Lindbergh hier direkt hinter mir, der absolute Knaller mitten in Rookburg, wo die neue Achterbahn Fly fliegt. Die fährt nicht, die fliegt. Das ist der absolute Knaller. Vom Hotel Charles Lindbergh, von der Aussichtsterrasse, haben wir einen wunderbaren Blick direkt über Rookburg, über den Park. Ich bin gespannt, wie das heute Abend hier beleuchtet ist. Aber jetzt gehen wir erstmal unsere Aeronautenkabine besichtigen. Also allein die Türen, ja, und diese kleinen Details. Es ist Steampunk vor dem Herrn.
hier dieses Bitte mein Zimmer reinigen, das finde ich so cool. Das ist unsere großartige Aeronautenkabine. Ich bin es gewöhnt, vom Schiff so zu schlafen, also von daher... Geil! Hammer! Das ist so ein cooles Hotel, ein cooles Zimmer. Es ist ja kein Zimmer, es ist eine Kabine und genauso fühlt man sich auch. Mit so viel Liebe zum Detail. Hier hängen lauter kleine Aeronauten-Requisiten, allein auch die Lichtschalter, ja, wie 1910. Unglaublich cool, mit wie vielen Details die hier gearbeitet haben. Es ist einfach Wahnsinn. Da liegt die Rockbird Gazette liegt auf dem Bett und man fühlt sich wirklich wie in einer anderen Welt. Und Steampunk angemessen geht's jetzt erst zum Aperitif, dann zum Abendessen und dann nochmal zum Cocktail. Exklusiv heute Abend hat das Restaurant für uns geöffnet. Ich bin super gespannt und ich habe vor allen Dingen saumäßigen Hunger nach diesem Tag im Park hier. Hier im Treppenhaus, da hängen überall so Lautsprecher und da knirscht das immer so raus. Das ist so unglaublich geil. Man kommt sich wirklich vor wie auf dem Schiff. Ja, ja, wie auf dem Schiff. Wahnsinn! Jetzt haben wir ganz exklusiv gespeist im Restaurant Uhrwerk, das tagsüber ganz normal und abends exklusiv für die Gäste vom Hotel Charles Lindbergh geöffnet hat. Da kann man sich sein Drei-Gänge-Menü zusammenstellen. Ich hatte als Vorspeise Tartar-Variationen, dann als Hauptgang einen Burger, The Captain. Man kann da auch so wählen, dass man so eine Frittenschaufel holt. Da gibt es zwei kleine Burger dazu. Irgendwie hatte ich den Eindruck, die zwei kleinen Burger waren größer als meine, aber ich bin echt satt geworden und den Cheesecake zum Nachtisch, den habe ich echt gerade noch so gepackt. Super leckeres Bier haben die auch im Restaurant. Ich hatte so ein Brooklyn-Bier und noch was anderes. Das war wirklich mega lecker. Boston war das zweite. Boston. Und jetzt sitzen wir in der Bar 1919 oder 1919 und da gibt es jetzt noch eine von den legendären Cocktail Bowls. Und danach geht's ins Bett, denn morgen wartet ein ereignisreicher Tag im Phantasialand. Wahnsinn, ich freue mich saumäßig drauf. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Hotel Charles Lindbergh in Rockburg. Die meistgestellte Frage jetzt wahrscheinlich, wie habe ich geschlafen? Die Antwort ist, ich habe geschlafen. Ernsthaft, sehr gut, allerdings nicht so besonders lang, weil total aufgeregt. Es ist mega, mega cool, unser Hotel, das Restaurant, die Bar, das ist alles hier in diesen Rockburg-Komplex eingebaut. Seit um kurz vor neun fährt die Flight hier ihre Testfahrten und die müssen wir nachher auch unbedingt nochmal, ja, also nicht fahren, ich wollte fahren sagen, ich wollte fliegen, also man kann das gar nicht beschreiben.
Jetzt gibt es erstmal schönes Frühstücksbuffet. Das ist total liebevoll alles aufgebaut. Ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich habe auch keine Lust, heute Abend mehr nach Hause zu fahren, ganz ehrlich. Es ist so irre. Ich bleibe hier, auf jeden Fall. Heute geht es noch ein bisschen durch den Park. Chinatown ist ja für mich auch so eine absolute Kindheitserinnerung. Deep in Africa, Black Mamba müssen wir auf jeden Fall nochmal fahren. Klugheim, Taron, meine absolute Lieblingsachterbahn. Also, wir haben noch viel vor und ich nehme die Kamera natürlich mit. So, jetzt gibt es noch Kaffee. Also ein On-Ride-Video müssen wir auf jeden Fall machen. Das geht hier im Phantasialand nur auf dem Pferdekarussell. Aber besser als nichts. Ab geht's! So, und das war's dann auch. Der zweite Tag Phantasialand, das war der absolute Knaller. Ich muss nochmal betonen, wie cool ich diese Themenwelt Rookburg hier finde. Und ich glaube, das ist mittlerweile meine absolute Lieblingsthematik. Die Fly ist eine mega geniale Achterbahn. Taron ist halt nochmal eine andere Hausnummer, aber man kann es echt nicht vergleichen. Also, es ist absolute Spitze. Was ich auch sagen muss, das Essen gestern, heute auch hier im Park, Sandwich gegessen beim Kohlenschipper. Ich hätte so ein Essen im Freizeitpark nicht erwartet. Es hat wirklich alles übertroffen. Ich habe heute einen goldenen Lauf gehabt, das heißt alle großen Achterbahnen in der ersten Reihe. Am Schluss nochmal Black Mamba und es war einfach großartig. Ich bin begeistert und komme garantiert wieder. Ciao!